Es gab Zeiten, da durften wir entfliehen vor der Realität, weil es ein paar Künstler gab, die uns dazu verhalfen. Meist geschah diese angenehme Weltenflucht samstags. Einige werden sich vielleicht noch erinnern an dieses längst verwehte Samstaggefühl. Wir hatten nur ganz kurz Schule, meistens bloß Sport und Musik. Danach radelten wir noch schnell in die Stadt, denn die Läden hatten ja nur auf bis um eins. Und dann umwob uns alle bald schon dieser Samstagnachmittags-Soundtrack. Er bestand aus dem Rattern tausender Rasenmäher in den Vorgärten und dem Geruch von frisch geschnittenem Gras. Aus den Stimmen der Bundesliga-Live-Schalter, aus den Radios, die Schreie der Reporter hallten über unsere Hinterhöfe bis vor die Garagen unserer Väter. Und dort durften wir ihnen beim Autowaschen helfen und uns manchmal auf die Fahrersitze setzen, um davon zu träumen, dass es jetzt bloß noch so ungefähr, naja, 12, 13, 14 Jahre dauern würde, bis wir am Steuer dieses Wagens nach Italien fahren würden oder hoffentlich endlich wenigstens zum Alleinsein mit der Schönen aus der Parallelklasse in irgendeine Seitenstraße. Mit der Dämmerung senkte sich die Stille über die Vorstädte, in den Kneipen gingen die Lichter an für jene, die jetzt keine Heimat fanden. Aber die meisten von uns, die hatten damals eine, als wäre sie das Selbstverständlichste auf der Welt und lauter geschenkte Geborgenheit. Wir wussten, heute Abend wird alles gut. Es gibt etwas Besonderes zu essen, auch wenn es manchmal bloß Toast Hawaii gewesen war. Und dieser Geruch von angebranntem Scheiblettenkäse über allem hing. Mit anschließendem Fernsehgouda-Igel und Granini-Pfirsichnektar und dem krachenden Geräusch von Funny Fresh Chips in unseren Mündern. Und dann kam er. Gleich nach Dieter Thomas Heck oder Ilja Richter. An ihn denke ich heute noch manchmal zurück, meist an besagten Tagen gegen 20.15 Uhr, an denen ich so gerne, an denen ich heute alles tun kann, was ich will, und an denen ich so gerne manchmal noch eine feste Verabredung hätte, und zwar mit ihm, dem Urvater des Samstagabendgefühls, mit Hans-Joachim Kulenkampff. Denn wenn Kuli kam, waren Deutschlands Straßen tatsächlich leergefegt. Der Mann aus Bremen war zu seinen Glanzzeiten einer der größten Samstagabendhelden und mein großer Kindheitsstar. Er war nicht nur einer der besten der hier porträtierten Zeitanhalter, sondern auch der berühmteste Zeitüberzieher, weil er jedes Sendeformat einfach verplauderte und die Menschen sich von damals noch von sowas hinforttragen ließen. Sie konnten sich nicht satt hören an Kulis Anekdoten. Wir Kinder der 70er verstanden knapp die Hälfte davon, aber wir sind ihm heute noch dankbar dafür, weil wir alle, wenn Samstagabend das große Fernsehquiz Einer wird gewinnen mit unserem Kuli kam, so lange aufbleiben durften, bis er fertig war und das konnte dauern. Und so lief Kuli noch, als ich mein erstes Praktikum machte bei der Westdeutschen Allgemeinen in Duisburg. Und ein schon betagter Redakteur meinte es gut mit mir. Und im Gespräch erfuhr er, dass ich Kuli gerne mag. Und sagte, das ist ja selten. Da hast du ja Glück. Heute Abend ist Kuli bei uns im Stadttheater. Denn Kulenkampff hatte zwar 20 Millionen Einschaltquote als Showmaster, er wollte aber, er sehnte sich danach, Schauspieler zu sein. Und so tingelte er durch die Republik mit einem Ein- oder Zwei-Personen-Stück, unter anderem auch bis nach Duisburg und trat dann da im Theater auf. Und dort sollte ich jetzt hin, um Kuli zu interviewen. Und der Redakteur rief beim ersten Hotel am Platze an und sagte: Stellen Sie mich mal durch zu Kulenkampff. Damals wurde man noch durchgestellt zu den Prominenten. Und er ging tatsächlich dran und sagte: Ich habe hier einen jungen, hoffnungsvollen Nachwuchsredakteur, haben Sie denn Zeit, Herr Kulenkampff? Ja, natürlich, er soll mal zu mir kommen in der Pause meines Theaterstücks. Und so durfte ich meinem Idol begegnen
und hatte die Hosen so gestrichen voll und war so sehr nervös, dass mir nichts einfiel. Ich hastete in der Pause zu ihm hin. Die Tür öffnete sich und er machte es mir sehr einfach, denn er hatte sich schon fast nackt ausgezogen. Er stand da in Schießer, Feinripp und der Hose, ja, und sagte, kommen Sie herein, junger Mann, was möchten Sie denn wissen? Und mir fiel immer noch nichts ein. Es gab nur ein Thema damals im Ruhrgebiet, das war die Stahlkrise und die ging mir durch den Kopf. Und allen Ernstes höre ich mich nun fragen, Herr Kuhlenkampf, was halten Sie eigentlich von unserer Stahlkrise? So ähnlich lachte Kuhlenkampf auch und meinte es trotzdem ganz gut mit mir, legte die Hände auf meine Schultern, beruhig dich mal, mein Junge, setz dich jetzt mal hin, wir machen es uns gemütlich. Es gab was zu trinken, er setzte sich an seinen Garderobenspiegel in seiner Schießer-Feinripp und zu allem Überfluss riss er mit einem lauten Ratsch sein Toupet von seinem Schädel und vor mir saß der nackte Kuhlenkampf mit Glatze. Und wir sprachen weiter und weiter und ich war stolz. 3 Wochen später sitze ich mit der Familie vor dem Fernseher. Damals hatte Kuhlenkampf gerade den großen Preis von Wim Tölke übernommen. Und beim großen Preis von Wim Tölke gab es immer Experten für ein Thema. Und einer dieser Experten war Kollege, war Journalist. Und ich sehe schon, wie Kuhlenkampf darauf reagiert und sagt, ah, so, ein Journalist. Stellen Sie sich mal vor, ich war vor 3 Wochen, war ich auf Theatertournee. Was glauben Sie, was ich für Kollegen von Ihnen kennengelernt habe?